Willkommen zurück zu unserer kleinen Lilly hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich kann so latschen, alles klar. Das ist ja wirklich wie die alten Zeldas. Nicht geil. Sehr schön. Mit Sicherheit, wenn wir oben wieder da sind, dann macht der böse Magier irgendwas. Ja, nichts machen? Ich will mal gucken, ob ich hier mit den anderen auch interagieren kann. Nö. So, sehr gut. Ein Teleporter. Ein zweiter Portalstein. Lilly kann nun zwischen allen Portalsteinen reisen, die sie findet. Im hintersten Raum des Verlieses fand Lilly die Quelle des Lärms. Es war der König der Ratten. Oh, süß. Der bedrohliche Rattenkönig wird Lillys erste echte Herausforderung als Ritterin sein. Du wirst eine köstliche Mahlzeit für meine Kinder sein, wenn ich dich in Stücke gerissen habe. Die muss ich bestimmt irgendwie zurückwerfen. Oh oh. Scheiße, wieso kann ich die nicht aufheben mehr? Oh. Geht scheinbar nur von unten. Mit einem zusätzlichen Herz war Lilly nun sogar noch stärker. Yay! Da ist auch wieder ein Riss in der Wand. Yeah, Bomben, cool. Mein Lehrer sagt, Sprengstoff ist gefährlich. Recht hast du, Chris, aber unsere junge Ritterin konnte ihn dazu gebrauchen, Gegner, Hindernisse oder brüchige Wände zu zerstören. Okay. Danke. Kann ich die unendlich auch benutzen? Okay. Das ist cool. Ah, deswegen haben wir diese Leiste oben, ne? Da kann ich die nicht unendlich oft hinlegen, sondern nur begrenzt. Nach dem Sieg über den Rattenkönig betrat Lilly die geheime Passage. Dort drin fand sie einen Raum voller wunderlicher Düfte. Sie hatte also das Klo gefunden? Wie? Nein, nein, es war Kokos Geheimlabor. Cool, ich wünschte, ich hätte ein Geheimlabor. Eben dort fand Lilly eine schreckliche Notiz, die Kokos bösartigen Plan enthüllte. Warum? Sollte, also wenn ich jetzt der Bösewicht wäre, würde ich doch meinen Plan
nicht irgendwo aufschreiben. Wenn Lilly noch 3 von diesen Kristallen fände, würde sie noch mehr Energie haben. Ah, okay, das ist für die große Anzeige. Für die grüne Anzeige da. Okay, bevor wir hier interagieren. Verdammt! Lilly konnte noch nicht los, bis sie etwas Wichtiges gefunden hatte. Ich wollte die andere Mauer sprengen. Lesen verboten, außer du bist ich. Bald werde ich mächtig genug sein, um einen Schlafzauber zu hexen auf meinen törichten Bruder König Orchidee. Mit ihm aus dem Weg werde ich eine Armee im Ödland formen und damit das Königreich stürmen. Der blumige Thron des Blütenkönigreichs wird endlich mein sein. Als sie das gelesen hatte, rannte Lilly los, um den König so schnell wie möglich zu warnen. Doch leider kam sie zu spät. Krokus hatte bereits begonnen mit seinem unheilvollen Fluch. Nein! Wie sehr ich doch auf diesen Moment gewartet habe, teuerster Bruder, du wirst sanft schlummern. Während ich das Königreich mit meiner eigenen finsteren Armee erobere. Deine treuen Untertanen werden sich bald vor ihrem neuen Hexenkönig verbeugen. Stopp! Was haben wir denn da? Du hast dich mit dem falschen Hexer angelegt, schwächlicher Rekrut. Schlafe, mein Bruder, schlafe! Lilly ist tot und der König verflucht? Wieso, Opa? Wieso? Ich kann gar nicht tot sein, Blödi. Die Geschichte hat erst angefangen. Oh, 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 das stimmt. Indem er den König mit ewigem Schlaf verfluchte, konnte Krokus schließlich handeln. Was für ein Kotzbrocken. Der Hexer Krokus hat Verderben über den König gebracht. Doch habt keine Furcht. Ritter, die Zukunft des Königsreichs ruht auf euren Schultern. Mit Hilfe dreier Zutaten, die ihr außerhalb dieser Mauern findet, können wir ein legendäres Serum zur Aufhebung des Fluchs bauen. Ohne unseren König wird Krokus eine Armee aufstellen und uns den Untergang bringen. Wir werden unseren geliebten König nicht enttäuschen. Was ist mit Lilly? Die wird auch mithelfen, oder? Aha, was denkt ihr, Kinder? Lilly ist mutig, klar wird sie mithelfen. Wo ist die erste Zutat? Ich möchte die Ritter unterstützen. Diese Aufgabe ist viel zu riskant für einen neuen Rekruten. Bleibt hier und führt euer Training fort. Grünling. Aber... Trotz ihrer Anweisung war Lilly fest entschlossen, die Rettung von König Orchidee zu unterstützen. Sogar wenn das bedeutete, in fremde, gefährliche Regionen zu reisen, von denen sie nur aus Geschichten weiß, Orte, die auch echte Ritter nur bang betreten. Sie hat keine Angst. Ja, also, wo muss Lilly zuerst in Europa? Sie muss nach, ich hab's, glaube ich, vergessen. Opa! Wartet, jetzt weiß ich's. Lilly muss an einen uralten Ort namens Golems Zuflucht. Dort finden sie die erste Zutat des Tranks. Feenklee. Huhu! Um Golems Zuflucht zu erreichen, muss Lilly vom Blütenschloss in die Wildnis nach Süden. Nom 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 nom. So. Raus hier. Ich will noch mal runter. Mensch.
Okay, was kriegen wir? Oh, ein Herzcontainer. Oh, ein geweihtes Herzteil. Wenn Lilly noch 3 von ihnen findet, wird sie noch stärker. Dann würde ich sagen, untersuchen wir doch erstmal das Schloss hier noch. Oh. Komme ich auch irgendwo wieder runter? Oh, nice. So, wir müssen nach Süden. Okay. Wollte schon sagen. Okay, noch weiter runter. Sieht aus wie so eine Rennstrecke. Holt euch die Truhe, bevor die Zeit um ist und der Inhalt gehört euch. Wollt ihr meinen Parcours versuchen? Kostet nur 10 Goldmünzen. Bis später. Wie viel haben wir denn überhaupt? 39. Ich würde nur gern wissen, wie der funktioniert. Oh. Also wahrscheinlich müssen wir hier lang, dann hoch. Aber wie kommen wir letztendlich zur Truhe? Runterspringen oder was? Ich probiere es einfach jetzt mal. Drei, zwei, eins, los! Vermute mal, wenn wir durch Wasser latschen, sind wir langsamer. Und nu? Beschiss! Ich brauche hier Stärke. Hätte mich auch gewundert, wenn wir es jetzt schon geschafft hätten. Wie komme ich denn hier wieder raus? Oder hätte ich das machen müssen? Okay, ne, bringt nichts.
Gut, dann machen wir hier wieder ein Päuschen Spitze. Bedanke mich. Bis dann.